Kölner Neuzugang schlagen wird. Flanke Podolski und Tor! Er lässt seine Gegenspieler ganz schlecht aussehen. Tor! Tor! Das 4:0, das gibt es doch gar nicht. Unglaublich, er schießt hier ja ein Tor nach dem anderen. Das 6:0 für den ersten FC Köln. Was sagen Sie zu dieser Leistung? 6 Dinger beim ersten Spiel, sensationell. Dem Urteil kann ich mich nur anschließen. Der neue Star des ersten FC Köln ist der erste Spieler in der Geschichte der Bundesliga, der einen doppelten Hattrick geschafft hat. Unfassbar! Erst einem Bundesligaspieler überhaupt gelangen 6 Treffer in einem Spiel. Dieter Müller traf am 17. August 1977 6-mal gegen Werder Bremen. Der FC wurde in dieser Saison übrigens deutscher Meister und Pokalsieger. Oh, mein Schatz. Oh. Wow.